Die Grünen hat die Kollegin Monika Lazar das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute stimmen wir über einen Gesetzentwurf ab, der auch mir persönlich sehr am Herzen liegt, nämlich das zweite Dopingopferhilfegesetz. Für uns Grüne ist es ein wichtiges Ergebnis, über das wir wirklich sehr froh sind. Selbstverständlich hätten wir uns dieses Gesetz schon sehr viel früher gewünscht, aber manchmal muss man eben etwas länger Überzeugungsarbeit leisten und auch die Koalition manchmal zu ihrem Glück zwingen. Aber besser später als nie. Wir werden diesem Gesetzentwurf selbstverständlich zustimmen. Die Politik hat also ihre Hausaufgaben gemacht, anders leider der organisierte Sport. Es ist ja von allen anderen Rednerinnen und Rednern schon angesprochen worden. Wir würden uns eine konkrete finanzielle Beteiligung des DOSB durchaus wünschen. Doch bis jetzt leider nur Sonntagsreden. Die Rede von dem DOSB-Präsidenten Alfons Hörmann beim Festakt am 20. Mai ist von Frau Freitag schon zitiert worden. Ich mache noch ein Zitat, beziehungsweise weil der Satz davor auch noch interessant ist. Ich zitiere: Wir, sprich der DOSB, haben schon vor 10 Jahren die Initiative ergriffen und mithilfe des Bundes und unter Einbeziehung des Herstellerunternehmens Jena Pharm viele Dopingopfer entschädigen können. Jetzt sind wir froh, dass Bundesregierung und Bundestag eine weitere Entschädigungswelle durchführen wollen. Der DOSB hat diese Bemühungen auf politischer Ebene stets aktiv unterstützt. Zitat Ende. Mit Verlaub, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde diese Aussage einfach nur dreist. Nachdem sich die Politik zu einer Neuauflage entschieden hat, steht der DOSB immer noch auf der Bremse. Der Dopingopferhilfeverein bezeichnet die Aussage Hörmanns auch als, Zitat, Offensivlügen. Ganz falsch ist das leider nicht. Aber es ist für den DOSB eben auch noch nicht zu spät. Und vielleicht sollte man das 10-jährige Jubiläum, auch wenn es ein paar Tage oder Wochen später kommt, einfach noch nutzen, um die Dopingopfer nicht im Regen stehen zu lassen. Aber auch wir sollten uns nicht zurücklehnen, denn so schön wie die Zahlungen sind, es sind Einmalzahlungen. Und viele Opfer können ja jetzt erst daran teilnehmen, weil sie bei dieser ersten Auflage 2003 nicht erfasst waren. Aber diese Entschädigungen sind für einige auch eine moralische Anerkennung des Unrechts, was ihnen in der DDR widerfahren ist. Denn deshalb bleibt für uns Grüne klar, bleibende Schäden benötigen auch bleibende Hilfen. Und deshalb bleiben wir dabei, dass wir uns eine Rentenzahlung für Schwerstfälle im DDR-Doping wünschen. Dazu müssten vor allem die DDR-Dopingopfer nur mit ins SED-Unrechtsbereinigungsgesetz aufgenommen werden. Vielleicht lässt sich die Koalition ja noch zu diesem Schritt bewegen. Zum Schluss möchte auch ich noch was zum Änderungsantrag der Linksfraktion sagen. Auf den ersten Blick klingt es nachvollziehbar. Allerdings können wir diesem Antrag nicht zustimmen. Natürlich gab es auch in Westdeutschland Doping und gibt es in ganz Deutschland heute noch. Dennoch ist es eine besondere Sache, wenn ein Staat Doping von oben verordnet und der Staatsplan 1425 des ZK der SED im Oktober 1974 ist schon angesprochen worden. In Westdeutschland wissen wir bisher noch nichts von einer flächendeckenden Dopinganordnung durch Politik oder Sport. In den letzten Jahren wurde von Historikern der Begriff des systemischen Dopings in der Bundesrepublik bis 1990 verwendet. Das bedeutet Doping im kleinen Kreis und mit großen individuellen Varianten des Dopingmissbrauchs durch Sportler, Trainer und Mediziner. Noch gibt es keinen Beweis für ein staatlich verordnetes Doping. Aber glauben Sie uns, wenn es sich herausstellen sollte, dass es auch in Westdeutschland eine Dopinganordnung von oben gegeben haben sollte, wären wir sicherlich die Letzten, die sich von einem weiteren Entschädigungsfonds dann für Westdopingopfer bis 1990 überzeugen lassen würden. Das werden wir dann weiter absehen und das müsste dann neu beraten werden. Vielen Dank. Letzte Rednerin zu diesem Tages.